Hallo und moin. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach so Wanddeko selber machen kann. Und zwar wieder mal aus Beton und kleinen Tontöpfchen. Und wer möchte, kann sich auch noch aus Beton so kleine Herzchen oder Ornamente gießen oder einfach nur anmalen. Und zwar habe ich verschiedene gemacht. Hier einmal zum Bepflanzen oder denn einfach so als Teelichthalter. Das geht natürlich auch. Man kann da auch einen alten Teller mit einarbeiten. Oder wie hier einfach so die gegossenen Ornamente reinmachen. Und hier nochmal so zwei so Töpfchen. Die Form könnt ihr euch natürlich dann aussuchen. Das sind nur kleine Beispiele. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. So, für die Wandanhänger braucht ihr natürlich eine Form. Ich habe hier so eine Pappform mir fertig gemacht nach der Größe, die ich haben möchte. Dann habe ich mir hier schon einmal so Knetpunkte reingemacht. Dann braucht ihr zwei so Strohhalme. Die stecke ich schon einfach hier rein. Dann habe ich nämlich nachher schon diese Aufhänger, dann braucht man nicht zu bohren. Dann braucht ihr so ein bisschen Draht. Das kommt nachher hier drüber bei den Löchern. Dann hat das ein bisschen mehr Halt. Dann habe ich hier zwei so kleine Tontöpfchen, die wollte ich mir reintun. Und dann schon eventuell so ein bisschen Deko, was ihr da reinmachen möchtet. Als nächstes braucht ihr natürlich eure Betonmischung. Ich nehme immer ein Teil Zement und zwei Teile Spielsand. Dann habe ich keine Steinchen dazwischen. Dann kann man nachher besser schleifen. Und das fülle ich hier einfach ein. Und die Pappform, die öle ich nicht ein, weil die kommt ja sowieso nachher ab und das lässt sich eigentlich gut lösen. So, schon einmal ein bisschen rütteln und verteilen. Sehen, dass alles schön stehen bleibt hier. Und dann werde ich nämlich jetzt schon, wenn die Hälfte ungefähr drin ist, mein Draht da drauf machen. Das ist jetzt eigentlich nur, dass die Löcher, das hängt ja nachher und dann halten sie die Belastung besser aus. Und dann fülle ich das erstmal alles schön auf. So einmal so rütteln und schütteln, dass das ein bisschen glatt ist. Und dann werde ich jetzt einfach meine Töpfchen hier so reinsetzen, so wie ich die haben möchte. Und dann meine Deko hier vorne noch mit rein. Einfach leicht so ein bisschen andrücken, noch so ein bisschen rütteln und schütteln. So, und dann muss das Ganze natürlich erstmal, ich mal hübschen hier in der Mitte, dann könnt ihr es besser sehen. Dann muss das natürlich erstmal wieder trocknen. So, nach dem Durchtrocknen bepflanze die einfach. Ich habe hier jetzt einfach so die Sukkulenten reingetan, weil ich denke, das passt ganz gut. Hier habe ich noch einmal einen mit einem größeren Topf. Und dann nehmt ihr einfach die Pflanzen eurer Wahl. Aber ich finde eigentlich, Sukkulenten passen am besten da rein. Und dann kann man das richtig schön bepflanzen. Bisschen andrücken. Na, noch ein bisschen Erde, glaube ich. So. Und dann hat man wunderschöne Wanddeko zum Aufhängen, die jetzt mit den Töpfen entweder größere oder kleinere. Und wer sagt, pflanzen möchte ich nicht, könnt ihr natürlich auch was ganz anderes machen. Das zeige ich euch nochmal hier. Und zwar einfach für ein Teelicht. Da habe ich jetzt mit Draht einfach mir das zurechtgebogen und reingedrückt. Hier als Teelichthalter für die Wand oder einfach so einen alten Teller reingetan und dann kann man da eine Kerze draufstellen oder eben hier auch im Rund. Ihr könnt natürlich die Form nehmen, die ihr wollt. Ich habe das jetzt alles ungefähr so 2 cm dick gegossen, damit das eine gute Stabilität hat. Und dekorieren könnt ihr das natürlich auch jetzt so mit diesen Herzchen oder ihr malt da irgendwie was drauf. Das geht natürlich auch. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln.